So, da es ja leider immer wieder Leute gibt, die ein bisschen daran zweifeln, dass mein Gatekiller-Video echt ist, dachte ich mir, erkläre ich einfach mal, was ich da zusammengebaut habe, was das Schiff hier macht und warum es das macht und wie es das macht. Dann fange ich einfach mal mit dem Schiff an sich an. Das ist der Jem'Hadar Light Battlecruiser und die Bewaffnung ist die, man hier sieht. Das sind derzeit Spiralwellendisruptoren, die hatte ich noch rumliegen. Mit Kret D mal 3, Kret H, Kret D und dem Spiral Modifier. Das sind sie alle. Und ganz rechts die Weitwinkel Dual Beam aus dem Discovery-Ruf. Als Deflektor habe ich den Koloniedeflektor drin mit EPG mal 4 im Endeffekt, weil ich unter anderem auch einen Acetonstrahl benutze, den ich allerdings in meinem letzten Versuch leider nicht ausgerüstet hatte. Der gehört eigentlich da unten zwischen das Alpha und Subsystemsicherungsüberbrückung. Deswegen mache ich jetzt das Video nicht nochmal neu. So, als Antrieb habe ich den Romulanischen Impulsantrieb für die 12% erhöhte Crit-Schwere, die er liefert, weil Geschwindigkeit brauche ich ja nicht in dem Versuch. Ich brauche auch keine wirklichen nennenswerten Schilde. Deswegen macht der Wettkampfantrieb zum Beispiel hier nicht arg viel Sinn, genauso wenig wie die Wettkampfschilde. Und als Warpkern habe ich derzeit den von der Spire drin, um die Waffenkosten noch ein bisschen zu reduzieren. Als Schild das Ultimative für solche Vorhaben, das Hypercapacitor Shield. Meine Schilde werden ja nicht angegriffen, beziehungsweise ich selber werde ja nicht angegriffen, oder wenn dann nur minimal in den 5 Sekunden, in denen der Kampf im Endeffekt dauert. Und da kann ich dann bis zu 40% Bonus-Energiewaffenschaden rausholen. Ich habe deswegen die Cap mal 6 Variante genommen, weil mit jedem Schuss, den ich abgebe, meine Schildkapazität runtergesetzt wird. Also die Schilde werden praktisch langsam aber sicher leer gelutscht. Je mehr Kapazität, desto länger dauert es, bis sie leer sind. Hinten drin den ganz normalen Schneidstrahl, einen Omnibeam mit ganz viel Crit D drauf und Pen und den Haus Martok für das Zweier-Set. Dann habe ich als Batterie natürlich den Energieverstärker und die Ziel-Targeting-Lock, das Zielsystem-Ding aus dem Kanonenbereich, also das Gegenstück, was aber gar nicht zum Einsatz kommt, weil nach 5 Sekunden das Ganze ja schon vorbei ist. So, an Konsolen habe ich drin die Punktverteidigungsbombardement-Gefechtskopf für das Zweier-Set mit dem dynamischen Energieumverteiler, den temporalen Trajectory-Shifter, um die Feuergeschwindigkeit meiner Waffen weiterhin zu erhöhen, weil das muss ja so schnell wie möglich gehen, das muss ja so viel Schaden in so kurzer Zeit wie möglich rauskommen. Aus dem Grund habe ich auch die Domino-Konsole drin, beschleunigt auch nochmal meine Feuergeschwindigkeit und gibt mir nochmal 25% Bonus All Damage. Aus dem Grund habe ich auch die bioneuralen Infusionskreisläufe drin, um die kritische Schwere zu erhöhen. Hier könnte man sogar noch was anderes reinpacken, die finde ich persönlich jetzt nicht so wichtig, weil meine Crit-Schwere schon hoch genug ist und in dem Fall bei knapp 400% liegt. Da könnte man noch was anderes reinpacken. Was bleibt einem dann ja selbst überlassen. Wichtig finde ich aber den M6-Computer, weil ich da auch nochmal 15% Bonus-Damage bekomme und nochmal erhöhten Feuerzyklus, also eine erhöhte Feuergeschwindigkeit meiner Waffen. An taktischen Konsolen habe ich 4 Vulnerability-Locator, also die mit Crit-Chance, und einmal die Lorca-Konsole. Die Shield-Penetration, die bringt, brauche ich zwar nicht, weil das Tor ja keine Schilde hat, aber die 3,9% Crit-Chance, die sind sehr lecker, muss ich sagen. Also das ist der Hauptgrund. So, dann geht es mal weiter zu den Stationen, was ich da drin habe. Die sind eigentlich ja selbsterklärend. Anders kann man da eigentlich nicht viel machen. Ich habe hier das Chemosite, um die Panzerdurchdringung zu erhöhen. Habe die Kanonenstreusalve drin. Da komme ich gleich nochmal zu, warum. Dann natürlich den Beam Overload 3, klar. Der ist ja jetzt extrem stark, obwohl das jetzt nach dem Nerf, also was heißt, Nerf war es ja nicht, sondern eher eine Korrektur, ist er etwas schwächer geworden, aber mit dem Bild funktioniert es ja offensichtlich trotzdem. Und ein Beta 3, um die Widerstände noch weiter zu senken, in Zusammenarbeit mit Chemosite, ganz lecker. Dann ein Taktikteam. Nicht zum Schildausgleich, sondern weil ich einfach nicht wusste, was ich da sonst reinpacken soll. Es gibt ja immerhin noch ein bisschen Energiewaffenschaden obendrauf. Die ionische Turbulenz habe ich drin. Das geht ja auf dem Schiff wunderbar, weil ich eine Lieutenant Commander Station Spionage Schrägstrich Taktik habe, um die Widerstände zu senken beim Tor. Und das auch für immerhin 20 Sekunden, also insgesamt.
Und natürlich Subsystemsicherungsüberbrückungen, die auch nur einmal gezündet werden muss, weil der Kampf sehr schnell vorbei ist. Und da habe ich dann für in diesen 5 Sekunden eben maximale Waffenenergie. Also das geht schon ziemlich hoch. Kann man gleich mal schauen, wie hoch sie geht. Dann Notenergie zu Waffen, erkläre ich auch gleich, hängt wieder mit dem Trade zusammen, genau wie die Kanonenstreusalbe. Einmal Augs to Butt, auch wieder für einen Trade, nämlich kaltherzig. Die gelenkte oder gezielte Energiemodulation, auch wieder für einen Trade und für einen Dienstoffizier, zeige ich nachher alles noch. Und um nochmal richtig was oben drauf zu hauen, sieht jetzt im Tooltip recht schwach aus, ist es aber nicht, voll gebufft, krittet der Acetonstrahl 3 teilweise mit 70.000 in meinem Versuch, wo ich ihn vergessen habe, hat er natürlich nicht gekrittet, weil er gar nicht da war. Wären aber nochmal 70.000 extra oben drauf gewesen. Den Gefahrenemitter habe ich drin, nicht um mich zu heilen, sondern um in der Spezialisierung noch etwas mehr Schaden rauszuholen und die strukturelle Analyse, um dem Tor noch mehr Widerstände wegzunehmen. Ja, soweit zu den Stationen. Dann geht es direkt weiter zu den Raumtrades. Und zwar fange ich mit den persönlichen an. Ein guter Tag zum Sterben, damit ich im Kampf sterben auch sofort drücken kann und nicht erst warten muss, bis ich auf 50% bin. Soweit falle ich dann nämlich gar nicht runter, weil ich ja gar nicht angegriffen werde. Kontext für den König. Solange ich nicht angegriffen werde, bekomme ich Bonusschaden. Und zwar immerhin sind es dann rechnerisch müssen es 8% sein maximal. Passt also. Point Blank Shot, Schuss aus kürzester Distanz. Ich parke ja im Prinzip direkt vor dem Tor. Also bei ab 2 Kilometer halt hätte ich den maximalen Schadensbonus von 10%. Bonusschaden wohl bemerkt, nicht Basisschaden. Verankert habe ich aus einem ganz bestimmten Grund drin. Eigentlich aus dem gleichen Grund wie alle anderen Sachen auch, um Schaden zu machen. Und der große Vorteil ist, mit der Konsole Obfuscation Screen, wie hier zu sehen, werde ich erstmal für 20 Sekunden nicht anvisierbar. Da kommt dann so diese grüne Gaswolke aus mir raus, kann aber auch nichts drücken. Also alle meine Buffs sind ja ausgegraut. Aber verankert braucht genauso 20 Sekunden, um die maximalen Stacks aufzubauen. Bei 4 Stacks habe ich nochmal 20% Bonus All Damage. Inspirierender Anführer, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich voll durchbuffe, dass da mindestens ein oder zwei Stacks kommen, recht hoch ist. Ich hau ja alles auf einmal raus, da klappt das eigentlich schon ganz gut. Dann natürlich das überragende Beam-Training für nochmal Bonus-Beam-Waffenschaden, klar. Die Beam-Barrage, die kommt aus der F&E Level 15, ja doch, Level 15 bei Beams. Da kriegt man nochmal ein bisschen Schaden obendrauf. Dann den Flottenkoordinator. Sind nur 2%, zählt nur für mich, weil ja kein anderer auf der Karte ist. Ansonsten wären es 10% Bonusschaden. Aber immerhin sind es 2%. An der Stelle hatte ich einfach nichts anderes, was noch irgendwie meinen Schaden erhöhen kann. Und ganz wichtig natürlich die terranischen Zielsysteme. Und damit wäre eigentlich alles drin, um den Schaden für Beams so zu maximieren. Zumindest ist mir nichts mehr anderes eingefallen, was da noch Sinn macht. Dinge, die über Zeit den Schaden erhöhen, oder die Genauigkeit oder was auch immer, sind vollkommen irrelevant, weil die Zeit existiert ja nicht. Das passiert ja alles innerhalb von wenigen Sekunden. So, bei den Raumschiff-Trades, kaltherzig. Deswegen habe ich auch Augs to Butt einmal drin, um das kaltherzig auszulösen. Sind immerhin ja ordentliche Minuswiderstände beim Gegner. Und das ist ja das Ziel der Sache. Widerstände so weit runter wie möglich. Notenergie-Waffenzyklus. Deswegen habe ich die Notenergie zu Waffen drin. Senkt den Energieverbrauch der Waffen um 50% und verschleunigt nochmal das Waffenfeuer um 20% für volle 30 Sekunden. Nachzünden von Notenergie zu Waffen. Dann gezielte Energie kann ich nicht übersetzen frei. Kommt auf jeden Fall aus dem Husnok-Schiff, der im Lobby Store erhältlich ist. Wenn ich gezielte Energiemodulation drücke oder temporale Brückenoffiziersfähigkeiten, die ich auf dem Schiff nicht habe, also habe ich mir eine gezielte Energiemodulation reingepackt, bekomme ich nochmal auf 25% Bonusschaden auf Kanone Schnellfeuer oder Beam Overload für volle 15 Sekunden. Reicht vollkommen aus. Dazu dann noch natürlich Preferential Targeting. Kommt aus dem NX-Schiff, aus der NX-Klasse. Wenn ich Kanonenstreusalbe in meinem Fall drücke, bekommt der Beam Overload nochmal 100% Basisschaden obendrauf. Ist übrigens ein bisschen weniger als die 25% vom Energy Flux, aber beides zusammen rockt natürlich dann ganz ordentlich die Bude.
Als letztes habe ich den Juggernaut Trade drin. Erhöht zwar wieder den Waffenenergieverbrauch um 50%, also hebt sich mit dem Notenergiewaffenzyklus ungefähr auf, gibt mir aber dafür 10% Crit-Chance und das ist der Grund, warum ich es drin habe. Alternativ, wer den nicht hat, kann sich auch zum Beispiel die Vaulting Ambition aus dem Styx-Schiff reinbauen, das ist deutlich günstiger. Damit sind die letzten 20% des Tors innerhalb von wenigen Salven dann ganz sicher weg. Ist so eine Alternative, gibt es mit Sicherheit auch noch andere Möglichkeiten. Das ist kein, auch wieder so ein Slot, wo ich sage, Geschmackssache, was man da reinpackt. Ähnlich wie dann binauralen Infusionskreisläufen, sind auch keine Konsole, die man unbedingt reinpacken muss. Da gibt es Alternativen, die auch funktionieren. Im Raumruf habe ich die Tylers Dualität. Das sind nochmal 4,1% Crit-Chance, beziehungsweise wenn ich die Prototyp-Ablativ-Tyranid drücke, und das hatte ich ja auch gemacht vorhin, dann werden es 4,6%. So, immer ein halbes Prozent mehr, lohnt sich. Kontrollierte Gegenmaßnahmen. Da ich ja kaltherzig benutze, wird mein Ziel automatisch auch kontrolliert. Das heißt, also es gilt als kontrolliert. Das heißt, ich bekomme nochmal 9,4% Bonus-Energiewaffenschaden obendrauf. Die erweiterten Zielsysteme gibt mir nochmal 20% kritische Schwere, ist eine nette Sache. Und die zauberhafte Feuerkraft, okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht richtig übersetzt, aber man erkennt ja das Symbol, sind immerhin nochmal 6,3% Bonus-Weapon Damage und die Präzision mit 5% Crit-Chance insgesamt. Ja, so habe ich das da erstmal zusammengebaut. Wen die Stats meines Schiffs interessieren, sind hier nochmal eingeblendet. Ja, so um die 100.000 Hülle ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber dafür hat das Schiff eben ein richtig geiles BO-Layout für diese Geschichte. 38,4 Crit-Chance ist jetzt auch nicht so viel aufgrund mangelnder taktischer Konsolenslots, aber wie gesagt, summa summarum ist es trotzdem die optimale Variante im Endeffekt. Was die Skillung angeht, hätte ich fast vergessen, die sieht so aus. Manche Leute sagen vielleicht, das ist ein bisschen Kraut und Rüben, hat folgenden Hintergrund. Ich lege bei der taktischen Skillung nur Wert auf die Teamraserei, Quatsch, auf den rasenden Angriff. Das Team ist mir in einer Solo, auf einer Solo-Karte oder auch wenn ich jetzt mit Random spiele, ziemlich egal, die machen eh, was sie wollen. Und die rasenden Reaktionen brauche ich nicht, weil ich im Regelfall Augstobat fliege und zwar ein vollwertiges Augstobat. Hier ist es kein echter Augstobat-Build. Das Augstobat habe ich hier nur drin, um kaltherzig zu triggern. Jetzt wäre es mir fast nicht eingefallen. Genau. Wo habe ich es denn? Hier, genau. Den Partikelgenerator habe ich geskillt, falls ich mal ein Schiff fliegen möchte, das EPG-Schaden macht. Aus dem gleichen Grund habe ich auch die Projektilwaffen mitgeskillt, falls ich mal ein Schiff fliege, das mit Torpedos fliegt. Wichtig ist natürlich bei der Skillung, dass man die Hüllenkapazität nicht vernachlässigt, weil ja damit wieder die Tylers-Dualität, die Crit-Chance erhöht wird. Ich hatte leider keinen dritten Punkt mehr. Der dritte Punkt hätte jetzt aber auch nicht so viel ausgemacht. Wäre vielleicht nochmal 0,1, 0,2% dazugekommen. Was fehlt noch? Die Spezialisierung. In ISA logischerweise immer der Spionage ist es im Deutschen, genau. Und der Stratege. Der Stratege, das ist auch der Grund, warum ich den Gefahren mit da drin habe. Wenn man hier mal schaut, logistische Unterstützung. Wenn ich mich heile oder Heilung auf mir eingeht, in dem Fall der Gefahrenemitter, bekomme ich 3% Crit-Chance für 10 Sekunden. Während ich die Bedrohungshaltung nicht anhabe, die habe ich natürlich nicht an, brauche ich auch nicht anmachen, wozu? Es sind immerhin 3% Crit-Chance für 25 Sekunden, denn der Gefahrenemitter hält 15 Sekunden und ab dem letzten Tick fängt dieser logistische Support nochmal an zu zählen. Das heißt, 25 Sekunden eine 3% erhöhte Crit-Chance. Ist eigentlich auch ganz lecker. Und natürlich die Kraft zeigen, frei übersetzt, die mir nochmal kritische Schwere bringt insgesamt. Kann ich in dem Fall nicht ganz voll ausreizen, weil ich nicht lang genug feuer, weil ich nur alle 5 Sekunden einen Stack bekomme, aber immerhin sind das hier in dem Fall dann doch 4% Crit-Schwere, die ich oben drauf kriege. Und was natürlich klar ist, da in ISA ja das Tor zum Beispiel falsch rumsteht,
flankiert man automatisch, wenn man das Tor anfliegt vom Spawnpunkt aus. Sieht man ja auch, ich stehe ganz normal vor dem Tor, da fliegt das Tor von vorne an und flankiere auf einmal. Ne? Die Teile da drin stehen fast alle falsch rum da. Das ist der Hauptgrund, warum Spionage hier den meisten Sinn macht. So, dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die Dorfs. Da mag man sich vielleicht wundern, warum ich nur 5 drin habe. Ich wusste einfach nicht, was ich da noch sonst noch reinpacken soll, weil da nichts mehr arg viel Sinn, weil ich da nichts mehr gefunden habe, was arg viel Sinn macht. Der Dorf, der bei Anwendung von Beam Overload Schilddurchschlag erzeugt, macht keinen Sinn, weil das Tor nämlich keine Schilde hat. Also bin ich ganz einfach hergegangen, habe 3 Dienstoffiziere reingepackt, die meine Crit-Schwere erhöhen mit einer 4% Chance. Also sprich eine 12% Chance habe ich in dem Fall, wenn ich Waffen abfeuere. Warum 3? Ganz einfach, weil ich nur eine Chance beim Abfeuern der Waffen habe. Sprich, ich muss versuchen, innerhalb kürzester Zeit, also so schnell wie möglich, alle 3 Stacks zu bekommen. Ich feuer ja keine 20, 30 Sekunden, wo immer mal wieder einer dazukommt. Das muss so schnell wie möglich kommen und deswegen 3. Dazu nochmal Bada, den hat wahrscheinlich jeder. Ne? Nochmal 10% All Damage versus Borg, ist so nur Basisschaden, aber immerhin. Und ganz, ganz wichtig, eins der Geheimnisse sozusagen, die Marion Francis Dulmor oder der Marion Francis Dulmor. Reduziert den Waffenenergieverbrauch richtig lecker für zwar nur 8 Sekunden, wenn ich gezielte Energiemodulation benutze, die ich ja sowieso benutze, um den Husnock-Trade auszulösen, der mir nochmal 25% Bonus, All Damage, Bonus auf den Damage des Beam Overloads gibt. So, ja, so geht es eigentlich alles Hand in Hand. Ganz wichtig ist auch natürlich, wie zünde ich die Sachen? Die Anordnung jetzt hier ist jetzt nicht so optimal, also nicht der Reihenfolge nach. Ich habe das zwar alles auf Keybinds gelegt, auf 3 verschiedene, aber es ist nicht so leicht zu erkennen, was ich wann benutze. Als erstes drücke ich natürlich immer die Sachen, die möglichst lange halten. Wie lange, was für ein Cooldown sie haben, ist pups egal, weil sie müssen ja nur einmal funktionieren. Das wäre zum Beispiel die taktische Flotte, die Spionageflotte, ganz wichtig, halten beide 30 Sekunden und von Hypercapacitor Shield, die Shield Capacitance Bleed für die 40% Bonus Damage. Der Schildentzug bei mir fängt erst an, wenn ich anfange zu feuern. Das Ding hält auch 30 Sekunden an. Also kein Problem. Die 3 Sachen kommen als erstes und danach alles andere in der Reihenfolge von hält lange bis hält nur ganz kurz. Sprich, als allerletztes sollte ich eigentlich die gezielte Energiemodulation drücken, weil deren Buff auf den Waffenenergieentzug, Entschuldigung, nur 8 Sekunden anhält. Alle anderen Sachen wie Beam Overload etc. halten 10 Sekunden an. Beta insgesamt sogar fast 15, wenn man es genau nimmt. Ja, das war es eigentlich schon. Und Vorgehensweise hat man ja gesehen, zuerst den Obfuscation Screen. Werde ich zwar kurz unsichtbar, beziehungsweise handlungsunfähig, aber ist egal. Baut sich hier alles schön auf, Kontext für den König, Obfuscation Screen, verankert würde, wenn ich nicht sowieso schon stehen würde, jetzt auch anfangen, sich aufzubauen. Und ja, danach dann wenn es abgelaufen ist, die taktische Flotte, die Spionageflotte, die Shield Capacitance Bleed, dann Alpha im Kampf sterben, Subsystemsicherungsüberbrückung, dann die ganze rechte Leiste, dann die ganze linke Leiste und eigentlich gezielte Energiemodulation zuletzt, aber wenn man schnell genug ist und die Sachen auch schnell genug reingehen, kann man es auch so reinhauen, ist egal. Ganz wichtig natürlich dann noch den Waffenenergieverstärker, dann die ganzen Fire Cycle, Haste-Konsolen, Domino etc., taktische, also der M6-Computer, dynamischer Energieumverteiler, Gefahren, damit der läuft ja schon für die Crit-Chance in dem Fall, wie auch immer das auf Deutsch heißt, natürlich dann noch die fokussierte Raserei und auf mein Ziel feuern. Ganz wichtig ist am Anfang, direkt beim Betreten der Karte, das Schiff hat ein schönes Kommando, Weapon System Efficiency, damit wird mein Waffenenergieverbrauch nochmal reduziert. Das kann man direkt dann beim Betreten der Karte drücken, damit man es nicht vergisst, wenn es dann hart auf hart kommt, beziehungsweise dass es von der Zeit her nicht keine Zeitverschwendung ist. Und natürlich vom Strategen die Diversionary Tactics, gibt auch noch mal ein bisschen Bonus All Damage. Zwar nur 3%, weil ich nur einen Gegner damit treffe, aber immerhin kann man mitnehmen. Und natürlich die geliehene Zeit. Ne, das waren ja die ganzen Konsolen, die ich da eben vorhin gezeigt hatte.
Wenn man es nochmal drauf anlegen will, die Quantensingularitätsmanipulation vor der Antizeitverstrickungssingularität, damit die möglichst schön geboostet wird. Und ja, dann gib ihm, ne? Dann Feuer frei. Wobei eben nicht Feuer frei, sondern Strahlenwaffenüberladung. Ja, das war's. Viel Spaß beim Nachbauen, wer möchte und wer nicht. Jetzt wisst ihr zumindest mal, wie ich es gemacht habe. Und weil es so schön war, hier im Anschluss nochmal den Gatekiller mit exakt diesem Setup. Wie gesagt, den Acetonstrahl 3 hätte ich noch reinpacken müssen. Ich habe es genau auf dem Setup gehabt, dann wäre es vielleicht nochmal eine halbe Sekunde schneller gegangen. Aber immerhin. Viel Spaß!